So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ihr wisst ja alle, der Habanero Lime Account ist ein Free-to-Play Account. Das heißt, er hat seinen täglichen Pass. Er versucht immer seinen täglichen Raid zu machen, ansonsten macht er gar nicht so viel. Mein Hauptcontent bestand ja immer aus Raids für Zuschauer, Raid Mania, Raid Touren, alles, aber auf dem Habanero sind mir ein bisschen die Hände gebunden. Jetzt ist das Krypto-Lugia-Raid-Wochenende. Auf dem Habanero heißt das, ich kann am Samstag einen Raid machen. Ich kann am Sonntag einen Raid machen. Schafft man es in zwei Raids, einen Shiny-Krypto-Lugia zu bekommen? Schafft man ein 100er-Krypto-Lugia zu bekommen? Kriegt man ein gutes, was man zu einem 100er erlösen kann? Kriegt man gar nichts? Wie ist es, wenn man sich wirklich reduziert und nur das Nötigste macht? Mit einem kleinen Trick habe ich natürlich drei Pässe, weil ich am Freitag extra keinen Raid gemacht habe, habe mir den Raid-Pass vom Freitag mit in den Samstag genommen, habe am Samstag zwei Krypto-Lugia-Raids gemacht. Danke an Genaya, danke an Sarina für die Unterstützung. Ich bin jetzt hier am Sonntag auf dem Weg zu meinem dritten und letzten Krypto-Lugia-Raid. Die anderen zwei Lugia zeige ich euch dann gleich. Ich habe jetzt vier Handys dabei, vier Accounts, wirst du gleich wieder gebannt, aber was soll ich machen? Ich kenne hier niemanden, keine Ahnung, musste vor Ort sein. Wir machen jetzt einen Krypto-Lugia-Raid und dann schauen wir mal die Ausbeute, was von den drei das Beste ist und ob was Gutes dabei war, und das seht ihr dann gleich. So, hier hinter mir seht ihr jetzt auch die Arena, das ist der Bechsteinbrunnen. Habe ich schon oft gezeigt, aber können wir auch nochmal zeigen. Ihr seht, hier läuft das Wasser runter, da läuft das Wasser runter, in der Mitte läuft das Wasser runter. Hier ist so ein Frosch, da kommt das raus, am Rand kommt das raus, überall kommt das raus. Kein Trinkwasser, Ludwig Bechstein. Hier ist aber komisch, das heißt, ich werde mich wahrscheinlich da unter den Baum in die Wiese da reinsetzen mit den Handys, werde warten, dass der Raid aufgeht und den dann kurz wegmachen. Gestern am Samstag war ja auch das Ding, durch einen Fehler konnte das Lugia nicht in Rage geraten. Normalerweise wird das ja dann noch hässlicher, kriegt eine Aura. Man muss es mit Edelstein bändigen, dass man es dann überhaupt wieder besiegen kann. Es ließ sich nicht bändigen in manchen Regionen. Die konnten es nicht besiegen, selbst mit 20 Mann nicht. Also haben sie das deaktiviert, dass es nicht mehr in Rage gerät. Ich weiß nicht, ob heute am Sonntag das in Rage geraten kann. Wir sehen es gleich. Ansonsten müsste das eigentlich easy going sein, das einfach einzutüten. So sieht das dann aus, wenn man unterm Baum sitzt, am Baum sitzt, wie auch immer. Hat irgendwie Go-Fest. Westfalenpark-Feeling. Jetzt müssen nur hier die Borkenkäfer rauskommen und nicht umbringen. Und so sieht das aus, wenn du die Handys vor dir abgeschottet hast hier. Warum das flackert und das flackert und das flackert, das weiß ich nicht, aber das flackert nicht. Das ist das iPhone XR, das Gelbe, das super, super geniale. Damit mache ich immer die Videos. Davon seht ihr dann auch gleich die Bildschirmaufnahme. Mal gespannt, ob da ein Shiny dabei ist. So, es sind noch 7 Sekunden. Ich habe jetzt alles vor mir hingelegt. Das stört mich ein bisschen hier am Rand. Da ist es irgendwie so hell, weil die Sonne da hinter dem Baum durchscheint. Aber ist egal, da kommt ja eh dann das Raid-Bild hin. Wir gehen jetzt mal rein. Da ist es jetzt geschlüpft. Krypto-Lugia. Raid vor Ort. Wir drücken alle vier an, wir werfen alle vier Pässe ein. Wir gucken auch nochmal auf die Konda. Das heißt, wenn ich hier rausgehe auf YouTube, das lädt. Gehen wir mal auf mein YouTube, aufs Profil, wischen es rüber, nicht mehr der Community-Tab, es heißt ja jetzt Beiträge. Und bei Beiträge seht ihr hier der Ramses am Geburtstagsvlog, aber hier der Plan fürs Wochenende. Da haben wir natürlich jetzt auch die 100er-Werte, 21, 15 und 26, 45. Das Ding ist Flug und Psycho. Ihr nehmt also am besten Unlicht, ich sage immer Despoder-Armee, Beste. Ihr nehmt Elektro. Ihr nehmt Geist, Mega Gengar. Ihr nehmt Eis, Marmutel Armee. Oder ihr nehmt Gestein, das sind wir wieder bei Despoda. Oder halt Cognodon, Ramaidon oder halt Rihonyor oder was weiß ich. Auf jeden Fall Mega Despoda kann man ja auch machen. Hier ist auch Nekrozma aufgelistet als Geistangreifer. Also ihr habt viel zur Auswahl, aber es ist alles nur normal effektiv und nicht doppelt effektiv oder wie man auch immer das dann nennt. Aber egal, das müsste funktionieren und ich bin gespannt, ob das Ding jetzt in Rage gerät, man Edelsteine braucht, ob es unbesiegbar ist, ob sie es hingekriegt haben und vor allem, ob es dann auch wieder ein Entschädigungsevent gibt, dass sie sagen, okay, das wird nachgeholt, es gibt nochmal ein Wochenende, ihr könnt nochmal Krypto-Lugia euch holen.
Momentan ist ja Lavados im 5er Raid. Wir haben auch heute am Sonntag Raids für Zuschauer gemacht mit Lavados, aber das ist halt so ausgelutscht, war so oft da, da geht halt nicht mehr viel. Und ja, so Krypto-Lugia, wieso nicht? Wenn wieder so am Wochenende wäre, würde ich dann eher Krypto-Lugia raiden als das Lavados und gucken, ob ich vielleicht trotzdem noch einen Krypto-Shiny bekomme für die Sammlung, obwohl ich nicht mehr sammle. Das ist kompliziert, aber du willst dann lieber Krypto-Lugia machen als Lavados, weil du Lavados halt an sich nicht brauchst. Ich glaube, ich habe sogar einen Shiny Lavados jetzt bekommen in der Zeit, wo das da war. Das waren ja auch gefühlt 2 Wochen. Am Montag geht es auch mit Voltolos weiter, aber wieder auf der Wolke, also auch eigentlich unbedeutend. Wir hauen jetzt hier drauf. Was habe ich denn? Ich habe gar nicht geguckt, was es ausgewählt hat. Ich sehe nur hier, meiner hat einen Despo da. Dann sehe ich auf dem anderen ein Mamutel und ich sehe 2 Rihonyor. Am Rand sehe ich noch ein Sekrom rumstehen, also als Elektroangreifer. Ansonsten ist das eine voll komische Position zum Drücken gerade. Normal hat man die Handys immer irgendwie weiter oben und kann dann wie bei einem Klavier einfach so vor sich drauf drücken. Bei mir, ich komme jetzt so von oben, drück halb in den Boden rein, das Gras hängt davor, ist gerade ein bisschen unbequem, aber egal. Hauptsache wir besiegen das, wir schaffen das, wir sind jetzt zu SIP. Das eine Handy rutscht gerade weg, weil das so am Rand hängt. Das Brett ist zu klein. Wenn du 3 Handys da drauf hast, ist das perfekt. Wenn du 4 drauf hast, links und rechts, die Hälfte steht immer über von 2 Handys. Das heißt, es ist einfach 1 zu viel. So, wir sind jetzt bei der Hälfte. Es ist nicht in Rage geraten. Wir brauchen also keine Edelsteine. Wir können so normal weitermachen. Hier hat es jetzt auch das Nekrozma reingeholt. Ich dachte immer, das braucht man nicht, das ist schlecht, aber jetzt hier als Geistangreifer stand das ganz vorne mit dabei. Bin ich auch froh, dass ich beim GoFest in Gera mir dann eins fusioniert habe. Das dürfte, glaube ich, das 98er sein mit 14 Angriff. Dann auf Level 50 gezogen und jetzt hast du das halt fest im Beutel. Feiere ich immer noch, dass das keine Mega-Entwicklung ist oder so Zeug, was nach 8 Stunden wieder weggeht, sondern dass du das jetzt fest so im Beutel hast, ist mein zweithöchstes Pokémon, was ich habe nach Letterking. Und dann kommt halt das andere Nekrozma, aber das ist ja wurscht. Und Letterking, der kann ja nichts, deswegen eigentlich ist das was Nützliches. Letterking ist nicht nützlich. 187 ist jetzt hier noch übrig von der Zeit. Wir sind fertig. Wir lassen es jetzt mal schrumpfen. Wir gucken kurz mal die kleinen Accounts durch, solange das hier drüben rumwühlt. 21.15 war ja das 100er. Ich gucke jetzt mal hier, ob bei den anderen was dabei ist. Und dann nehmen wir das andere hoch. So. Wir haben 2084, das ist okay. 2045 und 2027. Dann nehmen wir jetzt mal das, wo Giovanni drauf ist und versuchen mal zu fangen. Mal gucken, ob das passt. Lugia ist eigentlich ganz chillig, es hat einen riesengroßen Kreis, es bewegt sich halt viel und ja, brauchst halt wieder ein bisschen Geduld oder so. Wir haben 2031, also ist das zweitschlechteste oder das drittbeste, je nachdem wie ihr das sagen wollt. Wir nehmen jetzt hier mal eine silberne Beere, guckt euch den Kreis an, wir curven hoch, wir waren zu kurz, es ist nicht ganz bis hoch gedriftet. Wir nehmen nochmal eine silberne, vielleicht soll ich auch einfach nur werfen, wenn er unten ist. So, einfach fabelhaft, der Kreis war so groß, es trifft trotzdem einfach fabelhaft und es ist drin. Es ist drin, es passt, es freut mich, wir nehmen es mit. Wir bewerten es mal kurz und es hat 2 Sterne, das heißt, es ist richtig schlecht. Aber das ist egal, wenn ich nämlich jetzt hier reingehe, auf meine Pokémon gehe. Wenn ich jetzt Lugia andrücke, seht ihr, ich habe kein normales Lugia. Ich habe den Pokédex-Eintrag auf dem Account auch mit Krypto Lugia gemacht. Jetzt sortieren wir die nach WP. Das ist das Schlechteste, was ich also jetzt bekommen habe. 11.08.2024, Mining, Lugia, 2 Sterne. Das hatte ich davor schon drauf, das ist vom 29.10.2023. Gab es das mal aus einer Spezialforschung oder war das auch mal in einem Raid? Habe ich damals den Raid gemacht damit? Ich weiß es gar nicht mehr, kann aber sein, dass das damals dann Shiny eingeführt wurde in Raids. Ich aber wirklich nur einen einzigen gemacht habe, mal für ein Video. Ist also das zweitbeste, ist schon älter. Dann haben wir gestern das bekommen am 10.8. Das hat auch 2 Sterne mit 13, 12, 11 und jetzt passt auf, das ist das Beste, was ich habe mit 2099.
Das hat 3 Sterne, das hat 14, 13, 15. Und ich werde jetzt ein was machen, weil ich es einfach cool finde und weil jeder wieder sagt, niemals erlösen, das ist so cool und das ist so krass. Aber es wird ein 100er. Wenn ich es jetzt erlöse und es ein 100%iges ist, dann habe ich ein 100%iges Lugia in der Sammlung, was mein Ziel wäre, das auch mal auf 40 zu pushen oder so, mal ein paar Sonderbonbons reinzustecken, einfach als 100er Sammlung. Und ich habe immer noch 3 Krypto-Lugia auf der Hand. Und das heißt, die IV sind doch eigentlich egal. Also, wenn ihr sagt, das Krypto ist besser als ein 100er, ich habe ja noch 3 Krypto, aber wenn ich das erlöse und das ein 100er wird, dann möchte ich das mitnehmen. Denn das finde ich cool. Und das ist auch gestern gekommen, da habe ich mich gefreut, deswegen hatte ich auch Bock, heute das Video zu machen. 100% Lugia erlöst, legendär, im Beutel. Und das aus 3 Raids. 3 Raids jetzt gemacht an dem Wochenende, 100% Lugia mitgenommen. Finde ich ist cool, das ist Glück. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr ein 100er Lugia? Wie viele Raids habt ihr am Wochenende gemacht? Das ist ja noch wichtiger. Es gibt die Leute, die haben 10.000 Raids gemacht und haben ja nichts Unbrauchbares. Da muss ich jetzt noch einen Tag dran machen. 100% zack. Und dann können wir den gleich pushen, indem wir nämlich hier jetzt so machen. Ey, und dann können wir 6 Bonbons drauf geben und jetzt hat er 2750 und freut sich. Neue Attacke geht nicht, weil wir keine Bonbons haben, weil ich habe da gerade die Bonbons ja ausgegeben. Ansonsten, ja. Ist das, was ich cool finde, das erlöste? Das war's von meiner Seite aus. Wie viele Raids habt ihr gemacht am Lugia, Krypto Lugia Raid Wochenende? Schreibt's rein. Ich habe 3 Stück gemacht und habe jetzt hier meinen 100er. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.